Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factory Prime. Ich bin der Tuki, danke fürs Einschalten und die, die diese Serie schon ein wenig verfolgen, ja, die wissen schon, wir haben noch einiges zu tun. Heute geht es so ein bisschen darum, dass wir mit dem Blueprint Designer, den bauen wir auf und werden enttäuscht sein, beziehungsweise wir werden merken, dass meine Blueprints doch noch einige Sachen voraussetzen. Die versuchen wir dann zu besorgen. Dabei werden wir viel... ja, lernen über die Lebensanzeige des Pionieren und dann geht es weiter mit ein wenig Redesign und letztendlich fangen wir an, uns Copterium City, so hatte ich es genannt in der Masterclass, einmal aufzubauen. Gut, direkt rein mal ins Game. Ja, wie immer weiß ich nicht, was ich tue. Ich springe hier rum, hole mir immer Sachen raus. Schrauben, merke, nö, so viel brauche ich gar nicht. Zack, wieder alle zurück, nur 500. Es ist einfach schlimm mit mir. Ne? So, also der übliche Inventory Run, so nenne ich es immer, wenn man dann tatsächlich erstmal losrennt und sich ja, erstmal die ganzen Baumaterialien besorgt. Keine Angst, das wird irgendwann aufhören. Ja? Es wird ein Zentrallager geben, so viel sei schon mal verraten. Und da wird es dann sicherlich auch Inventory Runs geben, aber da muss ich nicht immer einmal durch die gesamten Fabrikatoren springen, ja, um mir da irgendwie alles wegzuholen, sondern das ist dann schön alles ordentlich im Zentrallager erhältlich. Wir haben beim letzten Mal endlich Logistics MK3 freigeschaltet. Und ich habe natürlich auch eure Dings gelesen, eure Kommentare. Und ja, mit der Kohle hätte ich auch erstmal nur Mark 1 nehmen können, um dann erstmal überhaupt die Stahlproduktion an den Start zu kriegen, um dann Logistik MK3 zu erforschen. Absolut valider Punkt, hätte ich machen können. Ja. Aber ich bin ja nun auch nicht allwissend. Und ja, also das werde ich auf jeden Fall mal mitnehmen, so für die nächsten Games oder was auch immer. Ne? Also erstmal ja, irgendwie versuchen, die Kohle in die Stahlproduktion rein. Da hätte ich jetzt nicht den Mark II Belt gebraucht. Ne? Das war so der Kommentar, weil wir ja da auch sehr lange drauf gewartet haben, bis die verstärkten Eisenplatten fertig waren, um dann entsprechend die Förderbandstrecke zu bauen. Ja, das hätte ich mir auch sparen können, weil Eisenplatten an sich für Mark I hätte ich gehabt. So, okay. Frachter ist bald zurück und dann geht's weiter. Ziel ist oben gerade Phase 2 abschließen und da fehlt noch einiges. Ne? Vor allem fehlen die intelligenten Beschichtungen, die haben wir noch nicht automatisiert. Brauchen wir 500 von die flexiblen Rahmen 500 und die automatische Verkabelung 100. Ne? Und das ist jetzt erstmal das nächste große Ziel. Im Stream, sei schon verraten, da habe ich das gerade erreicht. Ne? Da haben wir das fertig. Aber nichtsdestotrotz, ja, hier sind wir natürlich noch nicht dabei. So, gut, nachdem ich jetzt hier wieder rumgesprungen bin wie so ein Hase, geht es jetzt erstmal, glaube ich, an den Blueprint Designer, weil ich mir da natürlich dann erhoffe auch ein wenig ja, Bauerleichterung, weil ich habe ja schon einige Blueprints designt und wollte die dann entsprechend jetzt hier einsetzen. Ne? Und ich glaube, ach ja, der erste Punkt, den wir jetzt hier erstmal machen oder hier auf dem Programmplan steht, ist Quarz. Wir haben nämlich tatsächlich hier in der Nähe zwei, drei Quarzquellen, ich glaube zwei sind es. Und Quarz ist ja die Grundlage für eben die gesamten Fensterkonstruktionen, aber auch, wisst ihr vielleicht, ne, für die Blade Runner bzw. Exoskelett, das ist alles im Quarz-Tree jetzt. Du kannst aus Quarz verschiedene Sachen machen. Die beiden Produkte, die man direkt aus den Quarzkristallen aus dem Rohquarz macht, sind einmal die Quarzkristalle und einmal Quarzsand. Ne? Beides, der Quarzsand eher so für Fenster und die Quarzkristalle brauchst du dann eben für LCD-Screens und Bildschirme. So, genau, das bauen wir jetzt hier mal schön auf. Ne? Ihr kennt das schon, wieder mit einem geraden Fusionator hier, der kleine Trick, um hier so ein bisschen gerade Sachen reinzukriegen. Ja, und jetzt bauen wir uns hier gleich so eine kleine Anfangskonstruktion von Quarz auf. Gar nichts Großes, einfach, dass wir es erstmal haben. Ne? So, während er das macht, lasse ich euch mal kurz alleine und wir sehen uns gleich wieder.
So, und damit sind wir fertig mit der Quarzproduktion oder mit dem Aufbau. Jetzt renne ich natürlich wieder die Leiter hoch, bis mir dann ein netter Viewer aus dem Stream gesagt hat, Mensch Junge, da hast du doch ein MK1-Band, ne? Das reicht doch gar nicht aus für die Produktion. Deswegen springe ich natürlich wieder zurück und werde das ersetzen. Ihr seht es hier schon, ne? Da ist Mark II. Irgendwo war das Problem da, ich glaube dazwischen. Ich weiß es nicht, ob ich da irgendwas gemacht habe. Oder vielleicht war es tatsächlich jemand, der gesagt hat, du hast da nur Mark 1 und es waren dann doch Mark 2. Anyway, wir gehen jetzt erstmal hoch. Auch da irgendwie, ich laufe hier gefühlt ein bisschen rum wie Falschgeld heute hier. Ne? Das ist alles so, ich habe mir natürlich das vorher alles angeguckt. Wir kommen jetzt gleich mal zum nächsten großen Punkt. Das wird der Blueprint Designer sein. Warum ich das jetzt hier alles abreiße und neu baue. Ich glaube, ich setze da einfach nur einen Fusionator vor. Damit das alles so ein bisschen wenigstens halbwegs gerade aussieht. Aber schön ist es nicht. Na gut. Also theoretisch müsste ich da schon wieder diesen kleinen Trick machen. Ihr kennt ihn ja, ne? Mit den beiden Fusionatoren. Ja, jetzt lasse ich es denn doch. Ja, Chucky. Wie er leibt und lebt, der Mann. Komplett verwirrt. Naja, gut. Und jetzt gehen wir hier weiter. Schauen uns jetzt mal nochmal an, wie wir jetzt im Blueprint Designer, denke ich, bauen. Das ist der nächste Step. Wie immer ganz kurz Inventar. Und dann, ja, melde ich mich, wenn wir wieder beim Punkt sind, wo es darum geht, was wir als nächstes tun. Bis gleich. Kurze Zwischenanmerkung hier. Ne? Wir haben jetzt natürlich so ein paar von den Coupons und nehmen jetzt hier erstmal die Schriftungsschilder. Die werden später wichtig für unser Zentrallager. Das quadratische Schild vor allem, das ihr jetzt da oben seht. Da kann man wirklich coole Sachen mitmachen. Vor allem auch diese ganz langen Beschriftungsschilder. Da kann man auch einfach leer Licht mitmachen und mit RTX und der Unreal Engine 5 und dem Lumen wird das wahrscheinlich mit Update 8 auch alles sehr geil aussehen. Da könnt ihr schon mal gespannt sein. Da habe ich mir vorgenommen, vielleicht mal alte Fabriken zu besuchen, wie die jetzt dann mit dem neuen Lighting alles aussehen. Und deswegen, ja. So, hier erweitern wir gerade mal so ein bisschen hier die Plattform zum Space Elevator. Und ich weiß noch, mich hat da auf jeden Fall angekotzt, dass wir dann jetzt hier diesen Berg drin haben. Aber das wird sich auf jeden Fall auch ändern. Da werden wir einmal rübergehen. Erstmal den Blueprint Designer hier bauen. Das ist auch ein Riesending. Na ja, gut, 4x4, noch ein bisschen mehr. So, und jetzt werdet ihr gleich schon sehen, wo das Problem hier liegt. By the way, der Blueprint Designer muss nicht genau auf diesen Fundamenten, der kann auch ein bisschen drüber stehen. Ne? Dann trotzdem kann man ihn bauen. Und wenn wir jetzt reingucken in den Blaupausen, ne, haben wir keine. Deswegen gibt es einen kleinen Cut und dann haben wir die Dinger wieder. Das habe ich denn mal auf Stream oder ne, da reinkopiert. So, jetzt haben wir die ganzen. Ihr seht die Eisentower Stage 1 bis 3, auch mit MK3 und allem. Ne? Auch
Copterium City ist da, wo ich MK3 nutzen kann, aber ihr seht es schon unten rechts, uns fehlt da was. Und zwar 41 Power Shards. Ne? In den Eisentowern, ja, da, ne? Und hier auch beim Eisentower Mark 3 auch 42. Und da ist mir dann auch an dem Punkt aufgefallen, ja, eigentlich für einen Neuaufbau sind diese Blueprints überhaupt nicht zu gebrauchen. Also entweder cheatest du dir die Power Slugs bzw. die Energiefragmente da irgendwie rein. Oder ja, du kannst sie halt einfach nicht benutzen, ne? Und das, ja, ist Kacke. Weswegen ich dann auch angefangen habe zu sagen, okay, ich baue den ganzen Kram nochmal neu. Und zwar einfach ohne die Power Shards. Das habe ich dann natürlich, glaube ich, in dem Stream auch noch gemacht. Deswegen war, glaube ich, der erste Stream hier recht kurz. Hab's dann aber auch ja, verworfen. Also der erste Step, den wir aber noch gemacht haben, und ihr seht hier gerade, ich habe mir einen Objektscanner, ne, und mit dem kann ich natürlich Energieschnecken finden. So Leute, und jetzt nimmt das Unheil so seinen Lauf, ne? Der Chucky Exploration findet er ja immer ziemlich geil. Rumrennen und suchen, ja, das ist, gut, heute ist auch Ostern, in dem Fall ist das okay, aber ja, du rennst halt quasi rum, ich will euch das hier nochmal kurz zeigen, ne? In die Richtung, in der, der du guckst, gibt es dann halt den Ausschlag der Energieschnecke. Leider ist da nicht klar, in welcher Höhe das ist, ne? Sondern nur XY-Koordinate. Z-Koordinate nicht. Dementsprechend musst du dann hier rumkraxeln wie Reinhold Messner, um dann irgendwie oben die Energieschnecke zu sehen. Aber nö, da ist auch schon wieder so eine Pupsblume, die dann entsprechend wieder Giftgas rausschießt. Aber in der Regel dauert das eine Zeit, bis sie das tut, sodass wir jetzt hier noch entspannt die blaue Elektroschnecke finden können. So ist das. Ne? Und wenn du die denn hast, ja, habe ich jetzt mal ein bisschen geskippt, wir haben ein paar gesammelt, dann kannst du die hier zu den Energiefragmenten machen. So, ne? Jetzt haben wir irgendwie 6 Stück. Ja? Jetzt muss ich nochmal zum Blueprint-Designer, ne? Und sehe dann gleich wieder, jo, ja, fehlen ja nur noch 36. Ne? Also es ist einfach Pain. Und wenn ich also mal überlege, wie lange ich gesucht habe, ne? Das war schon ganz anders. Also, ja, was ich euch hier zum Beispiel mal zeige, ne? Ich habe hier so ein Stromfundament. Warum ist das wichtig? Das ist halt so ein Zwischenfundament. Ne? Zum einen kannst du dazwischen die ja, Förderbänder legen und zum anderen hast du dann aber auch schon Strom, ja, unter dem Fundament. Das ist wichtig für das Hoverpack später. Ne? Da kannst du dann sozusagen deine Fabriken schon mit Strom versorgen von unten, sodass du mit Hoverpack darüber kannst und natürlich auch selber die Fabriken. Ne? Da hast du sozusagen Fundamente, die Strom führen. Jetzt im übertragenen Sinne, ne? Natürlich nicht wirklich. Und ihr seht hier unten, ne? 5 von 42. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, nee, das ist es einfach nicht. Auch der Eisentower Stage 1 bringt mir hier auch nichts, weil ihr seht, ich brauche da Aluminium für. Ne? Und Aluminium, da sind wir so weit weg wie ja, ich vom Mars. Also von daher, nee, das wird alles nichts. Ne? Auch so Iron Smelting. Wir haben da, ich habe eigentlich schon ein paar gute Blaupausen da. Auch Tracks und Roads und so weiter. Aber die kann man alle nicht nutzen. Wir haben auch ein paar Experimente gemacht und im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass der Blueprint Designer wirklich gar nicht dafür gedacht ist, dass du jetzt komplette Fabriken modular aufbaust. Es geht, ne? Das kannst du alles machen, es ist aber auch sehr umständlich. Und ja, der Blueprint Designer ist wirklich nur so für wiederkehrende Designs. Beispielsweise, ja, achso, by the way, hier ist auch eine Elektroschnecke, ne? Aber unter diesem Felsen. Und wenn er diese Risse hat, dann kannst du ihn später mit Nobelisken wegsprengen. Leider haben wir noch keine Nobelisken. Hier wieder ein Cut. Da bin ich jetzt hier gerade dabei und möchte gerne versuchen, hier die Elektroschnecke. Geilomat, ne? Jetzt schaffe ich es hier nicht. Und beep, zack, tot. Und jetzt der große Pain, die Kiste ist auf dem Grund des Meeres oder des Sees. Ja, da werde ich jetzt gleich wieder hinlaufen, natürlich ohne Exoskelett. Sterben ist in dem Spiel absolut nicht cool. Ne? Du hast dann erstmal nix. Du musst erstmal die Kiste wieder suchen. Ne? Wie bei Valheim, Kisten suchen, zum ja, Zeitpunkt des Todes oder zum Ort des Todes wieder zurückkehren. Da ist natürlich dann weiterhin die Gefahr. Ne? Also in dem Fall die Giftblumen, die mich da getötet haben. Die Monster sind ja passiv, sodass wir da jetzt erstmal hinrennen und versuchen, uns das irgendwie wieder zu holen. Es ist trotzdem nicht cool und ich glaube, ja, dann sind wir jetzt endlich hier wieder in diesem Meer oder in diesem See und ihr seht, ich kann leider diese Kiste nicht erreichen. Sie ist halt viel zu weit unten. Ne? So, und dann versuche ich hier wieder rauszugehen und denke mir so, okay, schnell hier wieder hoch, links rum, gehst du schnell wieder nach Hause.
sterbe ich wieder. Die immense Freude, die ich in diesem Moment verspürt habe, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist einfach nicht... Ja. Also, Chucky, Schlaubi-Schlumpf, erstmal hier eine kleine Fundamentbrücke gebaut. Ja. Und ja, du kannst halt das Giftgas dann tatsächlich so ein bisschen outrangen, ne, indem du dann einfach drüber baust, eine gewisse Meteranzahl drüber. Ne. Und dann gucken wir jetzt hier gerade, wo die Kiste ist und springen dann auch runter. Irgendwo ist die nämlich. Und das Witzige ist, naja, da unten ist das Giftgas mit diesen Dingern. Die sind halt zum Beispiel, diese Blumen sind halt, die kann man nicht zerstören. Jetzt fallen wir hier runter. Und jetzt sind wir auf dem Boden. Und jetzt, zack. Ne? Dadurch, dass wir halt aus einer gewissen Höhe gesprungen sind, haben wir dann noch ein bisschen Momentum gehabt, das uns auf den Grund des Sees gebracht hat. Ne? Also falls ihr da mal Probleme habt, könnt ihr das so machen. Oder ihr nutzt einfach den Satisfactory Calculator, um eure Kiste einfach zu verschieben. Das geht auch. Ist auch kein Problem. So, das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Jetzt sind wir auch wieder in der Base. Erforschen hier nochmal eine neue Festplatte. Wir haben ja durchaus ein paar Sachen da noch mitgenommen. Machen jetzt nochmal kurz ein Energiefragment draus. Ne? Ein bisschen Alien-Proteine, ne? für Coupons. Ne? Coupons begleiten uns generell immer. Einfach mit der Alien-DNA-Kapsel. Ihr kennt das Spiel. Um halt einfach recht früh Coupons zu generieren. Ja, so. Na, dann werden wir erstmal ganz kurz hier ein bisschen rumdallern. Ich melde mich wieder, wenn es weitergeht. So, wir sind hier wieder mal im Blueprint Designer und ihr seht, sie haben nicht genügend Ressourcen, um das Design zu laden. Und das nervt mich so extrem, ne? Sodass ich jetzt erstmal anfange, den Blueprint Designer tatsächlich abzureißen, werdet ihr gleich sehen, und dann erstmal diese gesamte Geschichte hier irgendwie neu aufzubauen. Ne? Denn das ist das, was ich tun kann, ne? Weil dafür brauche ich keine Elektroschnecken. Und so wird es auch am Ende sein. Ne? Ich werde halt quasi die Designs hier quasi nochmal neu machen. Ja, quasi. Und dann geht es jetzt erstmal einmal Kalkstein, Beton neu aufbauen. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, der Plan ist eigentlich, dass wir hier jetzt die neue Kalksteinproduktion aufbauen. Aber leider werdet ihr gleich merken, ich bin sehr unzufrieden damit, weil dieser Berg, ne, dieser kleine Berg und auch dieser kleine Felsen, ne, und das Ding jetzt hier im Bild, das stört mich einfach so extrem. Ich versuche noch irgendwie drumherum zu bauen, aber werde dann tatsächlich später hier den Weltraumlift einfach versetzen. Ne. Genau, das schauen wir uns nochmal in Ruhe an.
So, da melde ich mich auch mal wieder. Ihr seht gerade, ich habe versucht, den Miner zu platzieren, aber nicht geschafft. Deswegen da einfach mal einfach so ein Fundament wegnehmen und dann auf die Ressource-Node zielen. Dann wird das klappen. Seht ihr ja gerade hier, perfekt, so läuft's. Jetzt ist das auch alles schön gebaut. Jetzt können wir das hier noch ein bisschen ergänzen und daraus dann unsere Kalksteinproduktion machen. Die ist jetzt natürlich auch nicht... Ja, das sind halt einfach zwei Konstruktoren, die Beton machen. Und dadurch, dass wir eben so lange immer warten, sage ich mal, brauchen wir halt auch nicht mehr. Das wird sich später auch noch zeigen. Dann bauen wir jetzt erstmal hier wieder die Fläche auf für den Space Elevator, um den dann wieder zu platzieren. Genau. Und danach geht es dann weiter mit, ich glaube, Copterium City. Also dann bis gleich. So, und damit haben wir dann auch unsere Kalkstein- oder Slash-Betonproduktion auf das nächste Level gehoben. Wir haben jetzt so einen kleinen
ja, wir haben das aufgebaut, jetzt kommt noch so ein großer industrieller Container hin. Ne? Ich meine, wir können jetzt die großen bauen, deswegen nutzen wir die auch, haben halt ein bisschen mehr Puffer. Und ehrlicherweise, ich bin auch mit so einem Gedanken am Experimentieren, was die, ich sag mal, Zentrallagerproduktion betrifft. Ne? Nehmen wir mal Rotoren und Statoren. Ja, wenn die voll sind, kann man ja eigentlich den Überschuss nutzen, um Motoren zu bauen und so die Motoren fürs Zentrallager zu providen. Das Ding ist irgendwie, also ohne es jetzt separat in General Motors noch extrem aufzubauen, sodass du in General Motors beispielsweise nur die Motoren baust, die du dann auch weiter benutzt, ne, in den nächsten Stages, und die Zentrallagerproduktion auszuklammern und das alles mit den Tools oder mit den Produkten, die du halt hast, zu bauen. Nachteil ist natürlich, dass es ewig dauert, bis dann da was passiert, bis denn überhaupt Motoren gebaut werden, weil erstmal müssen Rotoren und Statoren voll. Deswegen bin ich da noch nicht so ganz von überzeugt. Ne? Aber wäre durchaus mal auch eine Idee, ne? Weil wenn Zeit kein Issue ist, ne? Sodass du einfach auch warten kannst, bis Rotoren und Statoren voll sind, dann brauchst du im Prinzip eigentlich nur die Basic Stahlproduktion, Basic Quarz, ne? Und dann machst du halt aus diesen ganzen Basic Sachen, dann machst du dann da eigentlich die ganzen Zentrallager-Sachen für. Das wäre auch nochmal, ja, vielleicht nochmal ein Gedanke, vielleicht nochmal ein Video wert, ne? Ob und wie das geht. Müsste ich mich mal mit beschäftigen, auf jeden Fall. Gut, wir bauen hier gerade den Space Elevator nochmal wieder auf. Ja, den haben wir abgerissen, brauchen wir jetzt, ich meine jetzt nicht unmittelbar, aber wir brauchen eine schöne Fläche dafür, sodass wir dann später da alles zuführen können, ne? In dem Fall. Gut. Und danach gucken wir uns mal an, wie weit unsere Festplatte ist. Die haben wir nämlich auch noch offen. Ja, Weltraumlift immer ziemlich cool. Die Bauanimation, ne? Gucke ich mir immer gerne an. Da haben sie sich wirklich einiges einfallen lassen. Jetzt kommt das Ding wieder von oben. Da kann man sich ja so oft angucken, wie man möchte, ne? Einfach mal wieder abreißen und neu bauen. Ist jetzt nicht die Welt. So, wir springen los. Einfach mal hin zu unserem Kram hier. Da haben wir auch noch ein paar Coupons. Genau. Dann fällt mir, glaube ich, jetzt ein, Mensch, Festplatte ist doch fertig. Und wir haben Biokohle, nee, Holzkohle und der verschraubte Rahmen oder die verschraubte Eisenplatte. Warum schrauben, lieber Satisfactory Gott, ne? Immer diese Scheiße. Na gut, also ne, vom 100 sind es 1000, hier Schrauben sind generell für mich irgendwie nicht cool. Es geht, manche Rezepte gehen, wenn du sie direkt mit Gussschrauben oder so verbindest und sie dann direkt von einem Konstruktorausgang in den nächsten Eingang schiebst, ohne sie nochmal auf ein Band zu joinen. Aber das ist auch so das Maximalste. Ne? Naja, okay, dann haben wir das jetzt erstmal soweit fertig. Wir haben hier 3 Coupons, ich glaube 8 noch in der Kiste. Und jetzt werden wir erstmal nochmal schauen, was wir jetzt noch machen können. Und ich glaube, als nächstes ist dann tatsächlich, sogar die Vorbereitung fürs Zentrallager. Wir lassen uns überraschen. So, jetzt ist die Überlegung, unser Zentrallager da so hinten in diesen Felsen zu integrieren. Ne? Spire-Coast sollten wir eigentlich safe sein, was die Map-Änderungen angeht. Apropos Map-Änderungen mit Update 8, ne? Wenn ihr da noch unsicher seid, empfehle ich euch mein letztes Satisfactory News-Video. Gönnt euch das, da gehen wir nochmal auf die ganzen Änderungen ein. Und ihr helft dem Kanal natürlich, jeder Klick zählt. Ne? Hier unten, ja, da haben wir dann noch tatsächlich so ein paar Geothermalquellen, die wir dann später anzapfen können, wenn wir die Technologie haben. Aber in erster Linie werden wir jetzt hier erstmal unsere, Foundation legen, hier in den Felsen rein und dann später irgendwann nochmal ein bisschen geiler designen. Aber jetzt geht es erstmal um Funktion, liebe Menschen. Funktion vor Schönheit oder vor Design. Ja, ihr kennt mich, ich bin da, ja. Ich habe auch irgendwie auch gar keine,
gar keine Anwandlungen, immer hier alles so geil zu designen, aber vielleicht kommt das ja noch. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Gut, wir werden jetzt erstmal ein bisschen bauen. Jetzt erweitern wir hier nochmal ein wenig die Space Elevator Plattform. Ja, ist auch wichtig, dass wir da Platz haben. So richtig gefällt mir das noch nicht, ja, wenn ich das jetzt so sehe. Vielleicht nehme ich das nochmal mit nächsten Dienstag und werde da nochmal ein bisschen was machen. Aber ja, wir müssen jetzt erstmal Steelworks fertig bauen am Dienstag. Beziehungsweise es ist soweit fertig. Jetzt müssen wir Richtung Öl gehen, beziehungsweise Motoren. Ne? Das ist erstmal das nächste, was ansteht. Zumindest nächste Woche Dienstag. So, ihr seht jetzt hier noch unseren Versuch vom Anfang von Copterium City. Wir haben jetzt einfach nur die Basis Kupferprodukte hier am Start. Kupferbleche, Draht und Kabel. Und jetzt wird es Zeit für ein Upgrade. Ne? Das heißt, wir müssen jetzt mal Katerium hier mit dazu bringen, dass wir auch KI-Begrenzer haben, dass wir dann auch später erstmal A, die Intelligenzsplitter in ja, verlässlicher Menge bauen können. Und nicht immer ja, uns die KI-Begrenzer von Hand bauen. Ne? Und deswegen, ja, die KI-Begrenzer sind später ja auch noch wichtig für ein Space-Teil. Ne? Ich glaube, für die magnetischen Feldgeneratoren. Ja, glaube ich. Weiß ich nicht mehr genau. Das ist alles schon ein bisschen her. So, wir bauen jetzt hier gerade mal ein bisschen neu auf. Kleines Redesign Kupfer und holen uns da ein bisschen Katerium her. Ja, viel Spaß damit.
Ja, hier diese Viecher finde ich auch maximal nervig, ne? Da muss man halt einmal raufhauen, dann hauen die ab natürlich, aber halt auch nur da lang, wo es geht, ne? Und in dem Fall geht es da hinten halt auch nicht weiter. Man kann sie auch umbringen, ja, aber mein Gott, ne? Da denke ich mir dann, wenn ich sie ab und zu mal einmal anhaue, dann werden die da schon überleben, nicht wahr? Gut, hier haben wir jetzt erstmal wieder Kupfer am Start, ne? Es wird weiter produziert. So ein bisschen Leerlauf kann die Anlage ja kompensieren durch die internen Puffer. Aber ja, in der Regel möchte ich natürlich nicht, dass die Anlagen volllaufen und dann dadurch immer an- und ausgehen, weil das natürlich eine ungerade Stromkurve produziert. Und da möchte ich eigentlich immer schon darauf Wert legen, dass die soweit in Ordnung ist. Wir suchen Caterium-Erz. Wir haben ja schon eine kleine Produktion hinten gehabt. Genau das Ding hier. Ja. Und da schauen wir jetzt erstmal in Ruhe rein, was es hier alles so gibt. Ja, diesen Panzer, den kriege ich wahrscheinlich nie wieder weg. Ne? Aber im Endeffekt jetzt das alles weg, ne? Um dann hier Caterium wirklich einmal in die Base zu führen. Das ist jetzt erstmal so der nächste Auftrag, dass wir hier Caterium-Erz los, ja, quasi providen können für die Base. Und das werden wir jetzt auch erstmal tun. Das heißt, kleinen Außenposten bauen, ihr kennt das Spiel, ne? Nichts Großartiges. Ich hatte erst überlegt, das über eine Betonplatte oder Betonstraße zu machen. Aber habe mich dann am Ende, wird das einfach zu, ja, diese 90-Grad-Winkel und das ist alles, das sieht dann immer so, ja, so unförmig aus. Ja. Aber gut, ihr werdet es gleich sehen. Ne? Also dann, bis gleich. Genau, jetzt haben wir hier schon mal so den Grundsatz oder den Grundstein gelegt. Ne? Überall natürlich diese Blumen und so weiter. Das geht mir jetzt natürlich wieder auch auf den Sack. Deswegen einfach mal schnell die Kettensäge in der Hand, ne? Und einfach mal ran. Wir haben zum Glück auch noch ein bisschen Biofuel da. Und dadurch, zack, ist dann natürlich erstmal alles weg. Diese Gräser, da kannst du halt machen nichts. Ne? Die bleiben halt da. Und ja, für mich ist erstmal wichtig, dass wir jetzt hier erstmal nicht die krassen Sachen, also das, was wir abbauen können innerhalb der Fundamente, dass wir das auch abbauen. So, jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir hier, habe ich gemerkt, okay, ich komme wahrscheinlich von oben runter. Ne? Baue hier entsprechend schon mal so einen kleinen Förderlift Mark III hoch, dass das dann später ordentlich läuft. Aber ganz ehrlich, das hätte ich mir auch sparen können. Und zwar, wenn ich das später mache. Ne? Ja, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück, beziehungsweise scouten das mal alles auf und sehen hier, oha, was ist denn das? Eine großartige Höhle. Und die werden wir kurz erkunden. Jetzt eine so eine, ja, ein paar Spinnen sind da. Die werden wir auch gleich töten. Dann haben wir die nämlich auch schon fertig. Links und rechts, dann hast du diese Stecher, nennen die sich, Stecherüberreste. Ja, und natürlich in der Mitte so auf Art Altarbasis haben wir denn hier, ich glaube, eine Mercer's 4. Ne? Die werden wir uns auch gleich mitnehmen, aber ihr seht auch schon hier wieder diese ja, sag ich mal, Oktagons oder sechs Dinger da. Also ich bin mal gespannt, was die Story bringt. Ne? Also irgendwie, dieser Planet ist mir nicht ganz geheuer, das ist mir dann doch zu strukturiert. Mach nochmal hier das Ding weg, genau.
Ja. Aber die Höhle ist ganz schön. By the way, in Update 8 werden auch einige Höhlen überarbeitet, vor allem die Höhlen, die halt große Innenräume haben. Wenn ihr da also Fabriken drin habt, dann wird es auf jeden Fall eng mit euch oder für euch. Die Höhlen, die halt die Biome verbinden, die sind wohl nicht betroffen. Also die, wo du einfach simpel durchgehen kannst. Ne? Gut, wir bauen jetzt hier weiter. Geht nochmal Richtung, genau, Richtung Heimatbase. Werden hier den entsprechend weiterziehen hier. Förderband MK3, immer wieder schön. Jetzt endlich, ne, über 500 von diesen Dingern im Inventar. Da kann man doch erstmal ein bisschen bauen. Deswegen, ne, MK3 ist einfach die Erlösung. Ne. 270 ist natürlich auch nicht die Welt, aber okay. Und ihr seht hier, jetzt verlasse ich so ein bisschen die Straße, nennen wir sie mal so, ne, sondern mache das hier einfach mal alles über die Landschaft, weil ich glaube, ich hatte auch gar keinen Bock mehr, mich da noch weiter damit zu beschäftigen. Das soll jetzt einfach nur mal funktionieren. Und deswegen geht das jetzt erstmal Richtung, Richtung Kupfer. Ja, immer schön, wenn ihr so Erhebungen habt, baut ruhig da drauf, ne? Dann zieht sich das hier alles nicht immer so durch die Gräser. Ja gut, da jetzt schon, aber ja, muss man mit leben. Ne? Kann man später ja immer nochmal neu bauen. Mit dem Hoverpack dann, da sieht das dann auch, ja, da geht das dann auch ein bisschen fixer und so. Ne? Also Hoverpack ist da wirklich die Erlösung. Ich kenne auch viele von euch, die haben auch gesagt, ja, ich schalte mir tatsächlich Fliegen frei, ne? Weil diese ganze Geschichte hier, ne? Dieses Early Game und alles freischalten, Rezepte, Energieschnecken, das habe ich jetzt schon zum 100. Mal gemacht. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Ne? Das kann ich aber auch verstehen, dass das so ist. Also jetzt bin ich hier unten. Genau, und jetzt haben wir hier tatsächlich dann unsere erste Katerium. Da hinten kommt's, ne? Dann machen wir das hier durch und können das hier einfach anbauen. Ja, tipptopp. Was wir natürlich auch noch brauchen, ich glaube, haben wir Strom da schon? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall müssen wir das auf jeden Fall auch noch irgendwie anbauen oder hinbauen. So, und jetzt haben wir hier schon unseren Katerium-Input. Müssen das natürlich jetzt mal ein bisschen wieder ausrichten. Aber dann ist das auch erstmal fertig. So, und dann geht es natürlich auch ein bisschen wieder ans Bauen. Ne? Und das schauen wir uns jetzt erstmal in Ruhe an. So, jetzt haben wir endlich Strom hier bei unserem kleinen Kollegen. 60 Teile pro Minute. Das wird auf jeden Fall nicht reichen, das ist zu wenig. Da werden wir dann später nochmal ran müssen, das ein bisschen erhöhen. Ich weiß es nämlich jetzt schon, wir brauchen 144 Katerium-Erz. 60, ne? Natürlich viel zu wenig. So, das sollte aber mit zwei entsprechenden Energiefragmenten natürlich dann geregelt sein. Ich glaube, ich mache zwischendurch mal eins rein. So, und jetzt haben wir erstmal die Versorgung hergestellt und können jetzt uns dran machen, hier so ein bisschen nach Katerium oder Copterium City so ein bisschen den Plan zu machen, aufbauen, nochmal ein bisschen Basisfundamente hier bauen, weil wir durchaus ein bisschen mehr Platz benötigen. Ne? Was mir immer so ein bisschen nicht schwerfällt, aber was ich immer meist vergesse, ist, dass ich auch vertikal bauen kann. Ne? Auch als alter Factorio-Jünger, ja, auch immer nur 2D gewohnt. Ne? Und jetzt geht es halt auch in die Vertikale. Und, aber das werden wir später auch nochmal sehen. Ne? So, jetzt sehe ich hier schon zwei, das ist das, was ich meine, ne? Wir haben zwei Schmelzer, die jetzt allein schon 90 benötigen, 90 Katerium-Erz, ne? Und wir providen ja nur 60 aktuell.
Von daher. Okay, so, dann holen wir uns natürlich noch ein paar Sachen und dann geht's wieder los und wir bauen weiter und ja, wir hören uns gleich wieder. Ein wenig Forschung darf natürlich nicht fehlen. Stecherforschung, das klingt einfach nur falsch, aber okay. Und hier nochmal einen erweiterten Werkzeuggürtel. Das kriegen wir über 5 DNA und nochmal von den Stahlträgern. Die haben wir ja jetzt auch. Da können wir auch einiges mit erforschen. Vor allem hier links die Kabelrutsche, das ist jetzt einfach geschenkt, weil wir auch Kriteriumdraht haben. Zack, ist das schon mal fertig. Genau. Und jetzt. Ich glaube, wir forschen sogar noch ein bisschen weiter, sodass wir dann hier Kabelrutsche nochmal bauen. Brauchen wir halt so einen Sinosepper, dann bauen wir den. Kabelrutsche ist gar nicht mal so schlecht, wenn du auch Höhen überwinden möchtest. Da kannst du einfach 2 Strommasten bauen und dann kannst du einfach mit der Kabelrutsche unten ranspringen und dann geht das nach oben. Mit Shift kannst du sogar beschleunigen. Das haben wir also auch alles hinzugefügt mit der Zeit. Das war am Anfang auch noch ein bisschen anders. Aber ich finde die Kabelrutsche dennoch nicht unbedingt so intuitiv, so als Fortbewegungsmittel. Von daher, müssen wir mal sehen. Okay, gut, dann haben wir jetzt hier soweit die Sachen fertig. Jetzt nehme ich genau die Dinger nochmal mit, die DNA-Kapseln, die brauche ich nämlich, glaube ich. Deswegen gucke ich da nochmal rein. Ich war mir unsicher, aber da weiß ich jetzt wieder, alles klar. Erstmal nochmal die Stahlträger holen. Man kann richtig zugucken, wie mein Gedankengang hier irgendwie ist, Also... Manchmal, wenn ich das so sehe, denke ich mir auch, Mann, bist du doof. Aber gut, so ist das nun mal. Muss ich auch durch. So, Werkzeuggürtel erweitert. Das heißt, wir können wieder ein Item mehr tragen. Hey, Matthias, ich muss hier einmal raufdrücken. By the way, wer es nicht wusste, Matthias ist mein Name. So, Guti. Jetzt noch die, haben wir 11 Stück. Und ich glaube, ich gönne mir jetzt hier die Fundamente. Nö, erstmal mache ich nichts, sondern scroll ein bisschen rum. Ja, natürlich, ihr müsst natürlich auch bedenken, dass ich wahrscheinlich gerade on stream so ein paar Sachen erkläre. Ich gucke, was ich hier alles hier benötigen kann. Hier auch dieses Pipeline glatt. Ich weiß nicht, wer da die Idee hatte, ja, wir brauchen diese Anzeige nicht. So, naja, gut. Stahl-Skelettfenster ist noch ein so ein Ding. Ja, da brauchen wir das. Fundamente, da könnte man sich auch noch mal ein paar Sachen bauen. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich dieser Strukturrahmenset. Da kriegen wir nämlich den Rahmenboden oder das gläserne Rahmenfundament in Hinking geschenkt. So. Nochmal ein Coupon. Mörsers 4 rein. Alles mal ein bisschen, ihr auch immer dran denken, ganz wichtig, Inventarmanagement, sonst hast du da irgendwann einfach alles voll. Gibt natürlich Mods, die auch dein Inventar erweitern, dann brauchst du dich darum halt nicht kümmern. Aber ich finde das immer, ich finde das Spiel sollte man so belassen, wie es halt ist. So irgendwie die Entwickler haben sich ja ein bisschen was dabei gedacht. Klar kannst du mit Mods so ein paar Sachen machen. Ich finde es auch völlig legitim, wenn man das jetzt schon den Anfang irgendwie 5, 6, 7 Mal gespielt hat, dass man den dann skippt und sich gleich sozusagen alles freischaltet, um dann gleich schöne, tolle Fabriken zu bauen. Und das finde ich durchaus legitim. Okay, noch ein bisschen Bunny-Hopping und ich glaube, jetzt geht es nochmal kurz dahin. Genau richtig. Jetzt hauen wir da erstmal den ersten rein auf 90 und merken, das ist, oben seht ihr auch, da gibt's dann, brauchen wir auch ein paar mehr Megawatt, aber bei weitem nicht so viel. Und jetzt sliden wir hier wieder schön auf dem Förderband, denn auch Mark III Förderband hat inzwischen ausreichend Beschleunigung, dass es wirklich einen Unterschied macht, wenn du auf diesem Förderband langläufst und auch springst. Dann seht ihr jetzt hier, dank Exoskelett nur recht wenig Schaden und schon sind wir wieder hier am Start. Ja, also ich weiß nicht, wie oft ich mir das noch angucken will. Ich habe ja die Coupons. Ich weiß nicht, wann ich es kaufe, wahrscheinlich gleich. Aber hier hast du halt alle möglichen Rahmendinger, vor allem das gläserne Rahmenfundament und das nur aus Stahl besteht. So. Da die Sachen nochmal rein, alles wieder wegsortieren. Man merkt so richtig, wenn ich mit dem Chat interagiere, dann mache ich immer so Tinnef, so nebenbei. So, okay.
Dann schauen wir mal. Als nächstes gehen wir mal hier in die Satisfactory Tools. Das ist Copterium City. Ne? Das ist der Aufbau. Wir brauchen 144 Copterium und 160 Kupfer. Und, oder 120, nee, 160, das kann sein, ne? Ja, genau. Oder 180 war es. 180, ne? Nicht 160. Und das Gleiche werde ich jetzt hier natürlich auch noch anpassen auf die 144. Dass das schon mal da ist. Zack. Muss ich noch einen reinmachen. Ich kann auch einfach tatsächlich eigentlich einen Mark II Miner hinstellen. Ja, das hätten wir auch. Ist natürlich auch sinnvoll. Ne? Dann sparen wir Energiefragmente. Aber Mark II Miner benötigt Stahlbetonträger und die haben wir ja jetzt noch nicht in der Produktion. Ne? Wir haben auf jeden Fall noch genug Capacity, sodass wir uns da gar keine Sorgen machen müssen, ob jetzt unser Strom noch hält. So, dann bauen wir jetzt hier nochmal Fundamente auf und dann wird es das auch für heute gewesen sein, meine lieben Leute. Ne? Genau, 180 übrigens Kupfererz nochmal. Ne? Das ist der Aufbau, der ist eigentlich recht entspannt. Ihr seht rechts AI-Limiter, sind recht viel. Copper Sheets auch, 20 die Minute. AI-Limiter brauchen wir tatsächlich später nochmal, deswegen die 10, ne? Die KI-Begrenzer, die brauchen wir sonst eigentlich gar nicht so viel, wie gesagt. Eigentlich nur für die intelligenten, sag schnell, Splitter. So, ne? Gut, Leute, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Danke fürs Einschalten, wie immer. Heute leider ein bisschen verspätet, das tut mir auch leid. Ah, Osterwochenende, ihr kennt das ja. Und dann droppt hier Coffee Stain nochmal ein News-Video am Freitag, was ich auch noch covern musste. Und ich habe leider nur so viel Zeit. Also sitzt mir bitte nach. Ich wünsche euch noch schöne Ostern und wir sehen uns in den Streams. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Chucky.